Heaven's California. Ja. Mit der Kohle. Hey. Schneller. Komm schon. Ja, gut. Schon hinterher. Oh, hi. Guten Tag. Hallo. Hallo. Soll ich bitte die Waffe runternehmen? Nein. Schon. Ich stelle mal für uns eine Bedrohung dar. Ja. Und das also, nein, ich will doch gar nichts von Ihnen. Ja, aber Sie bedrohen den Herrn dort drin. Ja, das ist richtig. Mit einer Schusswaffe. Dann machen Sie mal das Ding weg. Nein, noch nicht. Stecken Sie die Waffe bitte ein, sonst sind wir gezwungen, nein, was zu unternehmen. Nein. Ich bin gleich fertig. Haben Sie noch etwas Geduld? Nun, kommen Sie schon. Ich muss das tun. Das geht mir jetzt nicht mehr lange. Daher. Ja, ich brauche ja auch nicht mehr lange. Da, sehen Sie. Brauchen Sie nicht mehr lange. Ja, sehen Sie. So, der Herr. Ein erfolgreicher Tag. Hi, ich bin Vito. Und hallo, ich Vito. Musste das tun. Warum mussten Sie den Herrn mit der Waffe bedrohen? Naja, ich musste nicht, ich wollte nur üben. Sie wollten üben? Ja. Überfälle? Nein, wie man Leute einschüchtert. Wie man was? Leute einschüchtert. Leute einschüchtern? Ja. Ja, das ist mit einer Waffe, wenn der Gegenüber sich nicht dagegen wehrt, nicht so schwer. Ja, es fiel mir anfangs trotzdem schwer. Ja, das glaube ich Ihnen. Warum wollte ich ja üben? Sie wissen schon, dass Sie da eine Straftat verübt haben. Straftat? Es ist doch keinem was passiert. Ja doch, also jemand mit einer Waffe zu bedrohen und von dem irgendwas zu fordern, stellt eine Straftat dar. Ja, sehen Sie müssen doch eigentlich vertraut sein mit unseren Gesetzen hier im Staat, oder? Ja, du blutest. Klar. Ja, ich habe mich gerade verbunden. So. Ja. Kenne mich sehr meinen gut Sie aus. Nicht, dass, meinen Sie nicht, dass hier für, warten Sie mal kurz. Ja. Wie viel hat der Herr Ihnen abgenommen? Ja, sagen $758. Was, er lügt. Das hat er mir gerade aber gesagt. Er lügt, er will die Versicherung betrügen. Glauben Sie ihm kein Wort, das war ja nur gespielt. Nur gespielt? Ja, ich sagte doch, ich wollte üben. Was halten Sie davon, wenn ich jetzt hier meine Waffe raushol, ich halte Ihnen die an den Kopf und fordere von Ihnen Geld? Fänden Sie das gut? Wenn Sie mir vorher sagen, dass Sie nur üben wollen, ist das okay. Okay, passen Sie auf. Wow. Wenn Sie einem Herrn die $758 oder stellvertretend mir zurückgeben. Was? Er hat mir gar nicht so viel gegeben. Also, schauen Sie bitte nochmal genau nach. Ja, erzähl mal lieber richtig, du Flitzpiepe. Nächstes Mal Leidig bin ich nicht so freundlich. Nicht. Hey, er reitet mich in die Scheiße. Trotzdem, Sie brauchen nicht rumbeleidigen hier, das geht gar nicht. Ja, Entschuldigung. Ja, nein, doch, der bleibt bei seiner Meinung, ihm fehlen $758 aus der Kasse, die er eben gerade gegeben hat. Lüge! Wir können doch da ganz einfach feststellen, indem Sie mich einfach mal in Ihr Portemonnaie schauen lassen. Ja, schauen Sie doch rein. Dazu müssten Sie bitte einmal kurz die Hände über den Kopf nehmen. Hände über den Kopf. Ja. Ja. Nicht kitzeln. Warten Sie bitte kurz. Ja. Na, das klemmt. Keine Eile. Tja. Ja. Können die Hände wieder runternehmen? Ja. Oh. $288 tragen Sie mit sich. Ja. Das war geplant. Auch den Cent genau, ja? Ja. Herr Vito, wie ist denn überhaupt Ihr Nachname? Zeigen wir bitte den Personalausweis. Natürlich. Bitteschön. Herr Kolesi, so, ja. Vito Kolesi.
Hi. Waren sie mal ganz gut. Ich muss mal gucken, ob irgendwas gegen sie vorliegt. Hier liegt nicht. Liegt nichts gegen sie vor. Woher Ist wollen ja Sie das schon mal. wissen? Wir haben so eine Handy-App, da können wir nachschauen, ob sie irgendwas haben. Von der Fahndungsliste etc. Ah. Und das können wir nachschauen. Und ihren Namen eingeben und dann kommt alles, was sie jemals gemacht haben und bla bla. Ja, es ist alles eine Lüge, wenn da was Ganz steht. genau. Ist Ja. bei Ihnen alles eine Lüge, kommt mir vor. Nein, nicht alles. Auch ein Aber bisschen schon. vieles. Ja, okay. Ja. Herr Kollege, trotzdem, Ja. wie gesagt, jemand mit einer Waffe zu bedrohen und Geld von ihm zu fordern, Oh. seien es jetzt 758 Dollar oder weniger, stellt eine Ja, Straftat dar. ja. Er hat gesagt, ich darf üben. Und jetzt Wer hat das ohne gesagt? Scheiße. Klar, das war ja nur eine Spielzeugwaffe. Schauen Sie Eine doch. Spielzeugwaffe. Die Nein, schießt gar Sie. nicht. Schauen Sie. Warten Sie mal. Schauen Sie mal nach. Das hat er aber gewusst. Ich nehme ihn hier mal ganz kurz ab, um mich Was? davon zu überzeugen. Ja. Lassen Sie sich von dem Aussehen nicht täuschen. Ganz schön echt aus, das Ding. Das Ich sieht sag dir, tatsächlich ganz schön echt aus. Warten Sie lassen Sie mal. sich nicht täuschen. Die schießt gar nicht. Schauen Sie mal Da auf die haben sie. Gravur, was da drin steht. Da muss ja irgend. Ja, da hatte er aber recht. Das ist zwar, sieht täuschend echt aus, aber da ist keine Munition drin. Ja, Ja, okay, okay, ich na gut. doch. Ist da sowas, wo man Wasser reinfüllen kann oder so? Nee. Ich schaue mir das nochmal genauer an Das ist hier. so ein Sammlerstück, hängt man sich an die Wand. Das ist doch eine echte Waffe. Die funktioniert aber nicht mehr. Okay, haben Sie die Warten Sie mal. aufgebohrt oder was? Warten Sie mal, Kollege, Nein, ich das lege Ihnen die mal wissen Sie hin. Können Sie nicht, wie sich das mal, mit ich schaue mir das Sammlerstücken eben ist. selber von überzeugen. Okay. Ah, gibt's doch jetzt neue Richtlinien, was man mit alten Waffen macht. Die werden komplett schussuntauglich gemacht. Ja, Das ist aber richtig, ja. haben Sie das nicht gehört, dass die wieder sofort wieder tauglich gemacht werden können, wenn man das weiß, wie das funktioniert? Laut neuen Richtlinien ist das gar nicht mehr so einfach. Ja, Früher das sagen ja. Sie so. Ja, Ja, da gibt es auch ja. im Internet bestimmt genug Anleitungen für. Doch mit Genau. sowas kenne ich mich nicht aus. Gut, die schaut schon ein bisschen älter aus, das Ding. Ja. Hat schon hier. Man kann gar keine Munition mehr reintun. Herr Kolesi, Ja. Mal Glück Nachdem Sie gehabt. jetzt hier geübt haben, Ja. wie schätzen Sie denn jetzt Ihre Fähigkeiten ein, jemanden einzuschüchtern? Oh, ich glaube, ich brauche noch ein bisschen. Das Ding ist Leute okay, nehmen dass man mich Leute einfach nicht einschüchtert. ernst. Naja. Warum wollen Sie denn überhaupt Leute einschüchtern? Mit mich Leute ernst nehmen. Nehmen Ja, Sie doch auch ernst. naja, aber nur weil sie die für echt hielten. Ja, sehen Sie. Jetzt halten Also, Sie mich das für einen Ding sieht. Spinner. Nee, das Ding sieht aber täuschend echt aus. Und wenn Ja. Sie mir das Ding an den Kopf halten, dann kann ich auch nicht auf den ersten Oh. Blick sehen, ob da Munition drin ist oder nicht. Nee, natürlich nicht. Und ich kann mir schon vorstellen, dass der Herr doch sehr eingeschüchtert war. Was? Mit ihm war doch abgesprochen. Ich sagte, ich muss üben. Und jetzt will er die Versicherung abkassieren. Der Lümmel. Ja, das ist ja auch sein gutes Recht. Er hat ja immerhin Die eine stattliche Versicherung zu Summe verloren. betrügen, ist das normal hier? Wo kann ich Wer das betrügt machen? Sie? Der seine Versicherung. Und sie. Er Ich verlangt betrüge Geld, hier das niemanden ihm hier. nie geklaut wurde. Betrügen gar keinen hier. Ich meinte nicht sie, sondern den. Achso, den Typen da. Ja. Okay. Ja, Herr Kolesi, wie gesagt, es ist trotzdem, ne, stellt es immer noch eine Straftat dar. Ob Sie das jetzt mit ihm abgesprochen haben oder nicht, was ich jetzt so gerade so ein bisschen bezweifle. Schauspiel ist Da, ja auch verboten. Sie lügen doch.
Ich würde niemals lügen, nein. Bei den Tankstellen wird er nicht mal einzeln befragen. Vielleicht hat er immer noch ein bisschen Angst vor dem Herrn. Ah. Befragen Sie ihn einfach mal. Ja, ich lass ihn mal allein. So eine Scheiße. Oh. Ja, okay, trotzdem geht das Ja. einfach nicht, ob das jetzt abgesprochen ist oder nicht, dass sie hier jemand mit der Waffe bedrohen. Was der Herr da gleich zu sagt, das hören wir ja gleich. Ja. Nichtsdestotrotz hat der Herr den Notknopf gedrückt, hat Ja. uns verständigt und das würde er, glaube ich, nicht machen, wenn das mit ihm abgesprochen gewesen wäre. Das hat er eiskalt geplant. Was hat er geplant? Wahrscheinlich. Ah, das kann ich mir nicht erklären. Verstehe das ja nicht, wenn sie das mit ihm ausmachen. Und Ja. warum sollte er dann auf den Notknopf drücken? Ich sagte ja, er ist ein Also, Betrüger. Herr, der sagt, das wäre nicht mit ihm abgebrochen gewesen. Sie kamen Sehen einfach Sie, rein und wollten das Geld haben. Lüge. Ja, er wirkt Jetzt aber ist ziemlich Aussage gegen eingeschüchtert. Aussage. Ja, wem glauben Sie mehr? Mir Ja, sie haben oder eine Waffe dem dabei. Betrüger? Wer vielleicht hat er auch eine unterm Tresen? Nein, das habe ich gerade. Der hat mir seinen Notenknopf gezeigt und da lag Ja. eindeutig nichts. Ja, er wusste schon, wie es für mich aussieht. Kollege, Sie wissen, was für eine Strafe auf Sie zukommen würde, Nein. wenn das jetzt hier, also so ein Tankstellenüberfall Ja. mit Bedrohung mit einer Schusswaffe, Ach, hey. da wird weitaus mehr auf Sie zukommen, als Sie jetzt dem Herrn da abgeknüpft haben. Ich hab ihm gar nichts abgenommen, das ist ja das Problem. Was hat er Nein. dazu gesagt? Er hat gesagt, dass ihm genau diese 700, was auch immer waren, 58, 758 fehlen. Lügner! Oh, so eine Scheiße, man kann heute echt keinem mehr trauen. Pass auf, Herr Das Kollege. macht mich Ich mache Ihnen einen traurig. Vorschlag zur Güte, ja? Ja. Da Sie ja gerade angedeutet haben, dass Sie auch noch weiterhin versuchen würden, irgendwelche Leute versuchen einzuschüchtern, Ich frag sie vorher. würden wir erstmal die Waffe an uns nehmen. Oh, wieso? Des Die Weiteren, funktioniert ja nicht mal. ja, das ist richtig, aber Sie haben ja gesehen, das führt trotzdem zum Erfolg, ne? Haben Sie überhaupt eine Waffenbesitzkarte? Ihre Habt ihr mal kurz Fahrer? eingesteckt? Klar. Sie die? Ja, Sie nicht, mal, dass ja, ich die geben Sie mal ganz kurz den bräuchte. Ausweis. Ja. Aber Dann man weiß ja schauen wir mal nie. ganz kurz. Gut, den haben Sie da hinterm. Die haben Sie ja auf den Führerschein hinten draufgeklebt. Was soll denn Das macht man heute das? so. Okay, und mit doppelseitigem Klebeband. Wie haben Sie. Hä? Okay, gut. Ich Ja. frage nicht, ja, das passt so. Gut, Ja. dann gebe ich Ihnen das wieder so. Danke. Passt schon. Ja. Gut. Oh. Herr Kolesi, Ja. passen Sie auf. Wie gesagt, Vorschlag zur Güte. Wir nehmen die Waffe, weil die halt täuschend echt aussieht, erstmal an Oh. uns. Des Weiteren würde ich Sie bitten, diese 758 Dollar dem Herrn bzw. stellvertretend uns zurückzugeben. Und dann würden wir Ja. von weiteren Maßnahmen absehen. Dann, Die das ist also, Alternative würde so nö. aussehen, Ja. wir würden Sie jetzt mitnehmen aufs Ja. Haku und würden Sie für diesen Raub, für diesen bewaffneten Raub. Raub, ja, Ich protestiere. Sie protestieren. Ja. Ja, ich meine, suchen Sie sich das selber aus. Sie können gerne bei uns Oh. oben hinter Gittern irgendwie Nein. Gast werden und dort protestieren. Auf keinen Fall. Wenn Sie das nicht machen wollen, dann würde ich Sie Ja. einfach bitten, uns das Geld, was Sie dem Herrn abgenommen haben, uns auszuhändigen. Oh. Wir behalten die Waffe ein, notieren Was? uns Ihre Personalien Was? Also, und hoffen dann, dass wir uns heute nicht mehr aus solchen Gründen nochmal begegnen. Ja, finde ich Ja, das. überhaupt nicht gut. Herr Kollege, ich muss ganz kurz den Kopf sofort wieder Ja, haben. gut. Ja, gut. Jetzt Ja. können Sie sich entscheiden, was wir machen. Ja, ich möchte die Waffe behalten und Nicht mal ins mein Gefängnis. Bargeld. Ich habe ihm nichts weggenommen.
Sie lieber ins Gefängnis und da protestieren. Für etwas, das ich nicht getan habe. Ja. Ja, der Da Herr. oben hängt sogar eine Kamera, sehe ich gerade. Ja, schauen Sie mal. Oben in der Ecke. Da werden Sie Ich gehe sehen, wie mal ich zu der Herr und fragen, reingegangen ob er die bin, Aufnahme hat. den Herrn in ein Gespräch verwickelt habe und er zugestimmt hat. Der Herr. Jetzt kommen, Ja, hören Sie mal zu. ja, ja. Ist echt nicht böse mit Ihnen, aber Nee. mein Problem ist, wir haben, da ist jetzt Aussage gegen Aussage. Es scheint eher, dass Sie dass Sie wirklich einen Raub begangen haben. Und wir haben Ihnen schon was angeboten. Es war ein Schauspiel. Es Der Kerl ist ein Betrüger. Wieso glauben Sie mir nicht? Ja, weil Sie mit der Waffe einem Einem Tankstellenwärter bedroht haben. Spielzeug. Hier ist das Tablet, da kann man sich das Video angucken. Es sind doch Tonaufnahmen. Sag mal, ich geh mal Ja. gerade ganz kurz anschauen. Sie werden sehen, wie ich reinkam, ihm das vorgeschlagen habe und angefangen habe. So eine Scheiße. Ja, so viel zu erkennen ist da jetzt nicht, außer dass man hört, dass sie gefragt haben, ob wir das üben können. Und Ja. der Wärter hat nicht unbedingt mit Ja geantwortet. Sie haben das einfach angefangen. Das war ein deutliches Ja. Ende hat eigentlich nichts gesagt dazu. Das Miata. Da haben sie Warte, noch gerade die also ich Stelle gebe da. Ihnen nochmal das Der. Tablet, da schauen Sie sich Ja, das ja. selber nochmal an. Ja, Hebt nur die Wahnsinn. Hände und fängt an zu zittern. Also, das sieht mir mehr nach Einschüchterung Nee, nee, aus. nee. Ich habe ihn gefragt. Das sieht man hier ganz eindeutig. Ja, aber er sagt nichts dazu. Richtig, dann gibt er mir ein Augenzwinkern. Also. Ein leichtes Kopfnicken und dann sagt, haben dich das als sie eindeutiges Ja verstanden. Also, das habe ich jetzt nicht gesehen in dieser Ja, Situation. hier, schauen Sie Ich doch mal aber auch genau nicht. hin. Dann geben Sie Da nochmal her, das Ding. muss man drauf achten. Hier. Ah, das war eher ein einschüchterndes. Lassen Sie mich in Ruhe nicken. Ja. Nee, Wegen. das habe Das ich war. ganz anders So, verstanden. der. Ja, daher. Ich verstehe, dass Sie das vielleicht anders verstanden haben. Ja. Wie gesagt, wir haben das jetzt vorgefunden. Sie sind mit der Waffe, haben den bedroht in dem Sinne, Spielzeug auch wenn es ein Schauspiel war. geübt. Geübt, dann war es auch geübt. Daher, Sie können sich jetzt trotzdem nochmal entscheiden, dass wir die Waffe nehmen und Sie geben das Geld mir zurück. Ich gebe das dem Wärter. Oh. Dann können Sie entziehen. Okay, folgender Okay. Vorschlag. Jetzt bin ich Ich gespannt. gebe Eigentlich Ihnen sind wir nicht hier mein zum Verhandeln. Bargeld. Ja, verhandeln wir trotzdem. Sie haben ja scheinbar gerade nichts zu tun. Das stimmt, ja, sagen Sie. Ja, also. Ich gebe Ihnen mein Bargeld. Meins, nicht seins. Dafür geben Sie mir Heißt, wie aber viel? mein Spielzeug wieder. Ja, Wie viel? 888 habe ich dabei. Okay, so daher. Ja. Waffe müssen wir so und so einziehen. Warum? Weil es immer noch, auch wenn es eine nicht mehr reguläre Schusswaffe ist, Ja. eine Schusswaffe ist, mit dem sie diesen Herrn, wenn sie auch sagen, es ist ein Schauspiel, bedroht Ja. haben. Ja. Deswegen müssen wir sie mitnehmen. Ja. Wir werden diese Waffe Ja. dann untersuchen und schauen, ob sie noch funktionsfähig in diesem Sinne Okay, wäre. Sie untersuchen sie und dann bekomme ich sie wieder, wenn sie nicht funktionstüchtig Vielleicht, ist. vielleicht, vielleicht. Da können Sie sich bei uns dann melden, Ja. und dann sagen wir Ihnen, ob die noch funktionsfähig wäre oder nicht. Und Sie geben Ja. uns das Geld zurück. Und dann schreiben wir Sie auf. Also, Ist das okay? dann machen Sie ja trotzdem alles. Sie haben gar nicht verhandelt. Jo, wir haben gerade verhandelt. Ich habe Ihnen gerade eine Option noch gebeten. Sonst gibt es das eigentlich nicht. Das ist Ihnen schon klar. Nein, Ich bin ich heute mach nett. sowas nicht so oft. Ja, eben deswegen. Ich habe Ihnen Ja. eigentlich zwei Optionen gewählt, dann hätten Sie sich aussuchen können. Dann haben Sie gesagt, Sie möchten nichts davon und dann habe ich Ihnen nochmal was angeboten. Danach gibt es jetzt nichts mehr. Ja, ich bin noch nicht hundertprozentig zufrieden. Ja, Mann, Mann, okay, Mann, Mann. Sie behalten mein Spielzeug und mein Bargeld, Genau. aber Ganz Sie genau. schreiben mich nicht auf. Muss aufschreiben, dass ich bei dem Einsatz. Ich muss ja, nachdem ich diesen Einsatz gemacht habe, zurückfahren ins Ja. Polizeihaku und einen Bericht schreiben. Dort muss ich Ihren Namen erwähnen. Oh. Das geht leider nicht anders. Dann lassen Sie mir mein Spielzeug. Also auf eins von drei können Sie doch verzichten. Nein! Nein! Waffe geht um Dann das mein Waffe und das Bargeld. Geld. Nein! Wissen Sie was? Sagen wir, Sie geben uns 700, den Rest können Sie behalten. Ja. Das 500. Deal,
Nein! Doch! Nein. Jetzt ist vorbei. 700, die Waffe und sie werden aufgeschrieben. So, du Scheiße! Ja, sehr, ja können wir nichts dafür. Der kann was dafür. Krieg, der auch eine Strafe. Wir schreiben ihn auf, dass das vielleicht nicht ganz echt war, aber mehr auch nicht. Was? Nee. Ja? Ihm müssen sie auch 3 Strafen verhängen. Kommt 3. Auf die schwarze Liste der Tankstellen. Ja, Nummer 1. Gut. Nummer 2 ist, wir hauen ihn einmal ganz hart auf den Arsch. Nee, warte, was? Super. Gut, ja, das ist jetzt schwierig. Ja. Das ist ein Betrüger. Irgendwelche. Das ist, ja, das ist das Problem. Ja, der Tankstellenwärter hat gerade was angeboten. Er gibt für alle eine Runde Kaffee aus. Was gut, will ich denn mit Kaffee? Ich bin schon hebelig genug. Er gibt jetzt Kaffee aus, sie geben uns das Geld zurück, die Waffe und sie werden aufgestellt. Ja. Und fertig. Oh. Und dann wünsche ich noch einen schönen Tag. So eine Scheiße. Oh, der das kommt einfach so davon. Du hast eine Runde Kaffee und er wird auf die schwarze Liste der Blablabla geschrieben. Der Tankstelle das kostet ihn ja gar nichts. Dankeschön. Danke. Das kostet ihn schon was. Es werden nicht mehr so viele Nutzer hierher fahren und tanken. Ich meine, ja. Autofahren. Ich habe große Lust, den Laden abzufackeln. Das habe ich nicht gemeint. Überlegen Sie sich das nochmal ganz gut. Also überlege ich mir nochmal, was für eine Strafe Sie bekommen. Ja, ich meinte, ich stelle Ihnen ein Teelicht da rein. Damit das nicht so kalt hat. Ja. Wahrscheinlich der Benzinkanister daneben. Wir schreiben sie jetzt auf. Wenn wir sie heute nochmal erwischen, bei solchen Tätigkeiten, sind sie auf jeden Fall im Gefängnis. Im Gefängnis? Meine ich ernst. Oh. Ja. Ich das ist kein Spaß. Nichts getan. Och, sie geben mir jetzt bitte die 700? Och, Mann. Die Waffe haben wir ja schon, Gott sei Dank. Oh, und die Scheiße. Und sie werden aufgeschrieben. Bitte okay, aber kann hier. Ich trotzdem später nochmal ins HQ kommen für die Waffe? Ja, können Sie kommen. Wir legen die oben rein. Dann können Sie sich nochmal schauen. Wir schauen uns die an. Das hat die Untersuchungskommission unseres HQs, also unserer Polizei, schaut sich das an, ob das noch eine einsatzfähige Waffe ist. Und dann können Sie sie eventuell wieder haben oder auch nicht. Doch, eventuell. Da gibt's nichts anderes! Oh, okay, wie lange dauert diese Überprüfung? 2-3 Millionen. Nee. Kommen Sie in einer halben Stunde nochmal vorbei. Oh, na gut. Ich muss ja erst ins Polizei-Akku fahren. Ja. Gut. Aber wenn dann ich komme, will ich was Positives hören. Oh, ne Scheiße. Ja, das kann ich Ihnen nicht versprechen. Jetzt geben Sie mir mal das Geld. Ja, aber ich weiß ja gar nicht, wer Sie sind. Also warten Sie, ich gebe Ihnen meine Marke. Zack, zack. Herr Olafsson, guten Tag. Oh, sind Sie Rekrut? Ja. Ach, kein Wunder, dass Sie nicht verhandeln wollen. Wow. Das habe ich nicht gesagt. Ja, das merke ich mir. Ja, gut, ich gebe Ihnen das mal zurück, der Herr, den Herrn da. Ja, steck dran. So. Oh, ne Hier Scheiße. Haben Sie das Geld zurück. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und passen Sie auf, das sind so, da sind ein paar so komische Leute unterwegs. Wiederschauen. So. Oh. Gut. Hi. Wie gesagt, Sie haben jetzt dann in dem Sinne da zurückgegeben. Ich würde mir jetzt noch wünschen, wenn Sie reingehen zu ihm und ihm Entschuldigung sagen. Was? Der muss sich bei mir entschuldigen. Nee. Sie können ja gegenseitig entschuldigen. Die Verhandlungen sind hiermit beendet. Okay. Ja. Na gut, wenn Sie das müssen Sie ja nicht in dem Sinne nicht tun, wenn Sie das nicht wollen. Oh, auf gar keinen Fall. Er ist ja schuld an dem Schlamassel. Ja, da kann man jetzt drüber streiten, daher. Kann man. Aber ich habe genug für heute. Na gut, ich verstehe das. Ja. Na gut, wie gesagt, Sie dürfen dann jetzt weiterfahren. Und wie gesagt, die Waffe in einer halben Stunde im Polizeiakku in Georgia. Ja. Okay? Okay. Und sowas mit der Rekrut will ich nicht mehr hören. Ja, das habe ich gar nicht gesagt. Naja. Ja, schönen Tag noch dir an. Tag noch. Ja, tschüss.